Vor harten Trainingseinheiten bin auch ich meist recht nervös. Dementsprechend schaue ich, dass ich was Verträgliches zu mir nehme, beziehungsweise etwas, was mir sehr, sehr vertraut ist. Mein Ritual ist natürlich ein Espresso vor den Einheiten. Die Zubereitung bringt mich nochmal ein bisschen runter und erdet mich. Dann gibt es für mich dazu was Einfaches, zum Beispiel eine Scheibe hausgemachtes Brot, am liebsten mit einer Nussbutter und vielleicht ein bisschen Honig. Da ist ordentlich Energie dabei und von dem weiß ich auch, dass es mir ganz gut bekommt. Nach dem Training versuche ich natürlich den berühmten Open-Window-Effekt zu nutzen. Das heißt, die erste Viertelstunde ist der Zeitpunkt, in dem der Körper am meisten aufnimmt und sich die Nährstoffe quasi krallt, die er braucht, um sich so schnell wie möglich zu erholen. Bei mir gibt es einen Shake mit Eis, gefrorenen Bananen, einer Nussmilch, Erdnussbutter und meinem Lieblingsprotein Fulva, was in dem Fall mit rohem Kakao angemischt ist. Am Abend vor dem Rennen habe ich gar nicht mehr so viel Hunger. Da gibt es was ganz Einfaches, eine Portion braunen Reis mit Gemüse. Da passiert wirklich nicht mehr allzu viel. Ich stehe dann morgens 3 Stunden vor dem Rennen auf. Für mich gibt es hier Haferflocken und Chiasamen, die quasi über Nacht schon gequält sind. Und dazu ein Stück Banane und eine Tasse Kaffee. Und da schaue ich dann, was ich davon noch runterbekomme.